Ja, ganz herzlichen Dank für diese freundlichen Worte und die herzliche Aufnahme auch hier in Osnabrück. Und es freut mich, heute Abend dann bei Ihnen zu sein. Sie haben gesagt, von den Krisen und dem ständigen Rede von den Krisen in Europa haben wir eigentlich genug. Ich kann es Ihnen trotzdem nicht so ganz ersparen, auch wieder damit einzusteigen. Ich glaube, Ihre Anmoderation hat es auch schon deutlich gemacht. So in der Vorbereitung dieses Vortrags ist mir nochmal bewusst geworden, was für ein großes Feld das ist, was für unterschiedliche Themen man hier eigentlich ansprechen könnte. Für mich sind diese Fragen, Sie haben es ja auch gesagt, dass ich dazu immer wieder arbeite, aber es ist eine große Baustelle und es ist noch in Arbeit sozusagen. Und ich werde Ihnen jetzt versuchen, so eine gewisse Schneise hindurchzuschlagen und damit hoffentlich dann auch Diskussionen anzuregen und versuche, genügend Raum für Diskussionen zu lassen. Weisen Sie mich gerne auch darauf hin, wenn Sie an einen Punkt kommen, wo wir dann einfach auch diskutieren sollten. Ich werde also freisprechen, habe Folien vorbereitet. Und dann können wir sehen, dann kann ich einfach einen Teil weglassen und dann ein wenig improvisieren. Ich möchte gerne in 4 Schritten vorgehen. Den 4. habe ich eingeklammert, weil der ein bisschen theoretischer ist. Und da schauen wir, ob wir so weit kommen. Einsteigen, Europa in der Krise. Dann die Frage, was heißt überhaupt Seele Europas? Welche Bedeutung kommt der Seele Europas zu angesichts der heutigen Krisensituation? Dann in dem 3. Schritt werde ich auf Impulse von Papst Franziskus eingehen, in seinen Reden zu Europa und Ihnen eher eine Übersicht bieten. Also keine großen Zitate, sondern eine inhaltliche Übersicht. Und in einem 4. Schritt, wenn wir so weit kommen, eben nochmal unterschiedliche Dimensionen der Krise ansprechen und hier theologische Kriterien benennen. Ich drehe mir das gerade mal ein wenig so, dass ich mit reinschauen kann. So. Ja, Europa in der Krise. Wir hatten jetzt im Wintersemester eine große Vorlesungsreihe dazu, zu diesem Thema. Und da wurde nochmal deutlich, wie komplex diese Krisensituation ist. Sie bekommen das jeden Tag in den Nachrichten mit. Der Brexit, den bekommt man im Moment ja stündlich mit, nicht nur jeden Tag. Und es ist völlig offen, wie das Ganze ausgeht. Wir haben die Finanzkrise gehabt 2008 und in den Folgejahren die Staatsschuldenkrise, die darauf gefolgt ist, die Bedrohung durch den Terrorismus, die sogenannte Flüchtlingskrise, also die Flüchtlingssituation, mit der Europa offensichtlich nicht umgehen kann und nicht umgehen konnte und die für viele Menschen tödlich endet. Mittelmeer als Massengrab und gleichzeitig dann die breiten Polarisierungen in unseren Gesellschaften und die Desintegration, wo der Brexit im Grunde genommen nur die Spitze vom Eisberg ist. Eine Krise der Demokratie, der Populismus, die Frage, was hält unsere Gesellschaft zusammen? Also ich rufe die nur so ganz knapp ab und verweise auf dieses Bild des Straßenkünstlers, wie heißt er noch, Banksy, der also unter einem Pseudonym praktisch anonyme Werke veröffentlicht, Sie kennen den von dem geschredderten Bild, und der zu dem Brexit in Dover dieses Bild an einer Hauswand angebracht hat. Es ist jetzt hier nur ein Ausschnitt davon, eben ein Bauarbeiter, der einen der Sterne im Grunde abträgt. Also die Sterne Europas, die brüchig werden und so als Sinnbild dieser Krise. Ich führe die nicht im Einzelnen aus, die Krisen, sondern ich frage, was macht das mit Ihnen? Was macht das mit mir als Referenten? Was macht das mit der Gesellschaft und der Politik in Europa? Ich denke, Reaktion 1, Überforderung. Wie kann man in diesen ganzen Krisen ineinander greifen, die Übersicht bewahren? Wie kann man diese unterschiedlichen Probleme ordnen? Ja, hier eine Schneise hineinschlagen. Wie kann man sie analysieren? Was ist zu tun? Und wer kann etwas tun? Wenn Sie sich die europäische Politik anschauen, dann
hat die europäische Integration eigentlich von Anfang an meistens im Krisenmodus funktioniert. Es sind immer lange Nachtsitzungen, bis etwas rauskommt. Also von daher ist diese Situation nicht neu. Man sollte es sicherlich auch nicht überdramatisieren. Trotzdem ist, meine ich, seit der Finanzkrise nochmal eine andere Qualität erreicht, wo Europa insgesamt in Frage steht, vielleicht auch eher seit 2005, seitdem der Verfassungsvertrag in den Referenden in Frankreich und den Niederlanden abgelehnt wurde. Also da hat so irgendwo der, war so ein bisschen der Gipfel der europäischen Integration überschritten. Also die Politik scheint sehr stark zu reagieren. Gleichzeitig ist diese Komplexität, das komplizierte Europas, auch ein Teil des Problems, ein Teil des Legitimationsproblems Europas, weil das eben dazu führt, dass sich Menschen jetzt in der EU zum Beispiel besonders gut auskennen, die entweder beruflich mit der EU zu tun haben, also Technokraten, Bürokraten, die häufig eine sehr, sehr gute Arbeit leisten, also ich meine das jetzt gar nicht abfällig, ja, aber die eben Experten sind. Oder Gruppen, die ein großes Interesse an Europa haben, zum Beispiel Lobbyisten. Auch das nicht nur negativ. Also auch die Lobbyisten können ja sehr, sehr sinnvolle Regelungen durchsetzen, aber sie setzen eben auch bestimmte Interessen durch. Also wie kommt man mit der Komplexität Europas zurecht? Also die Gefahr der Bürgerferne und der Expertenherrschaft ist darin bereits angelegt. In diesem Vortrag habe ich nur ganz begrenzte Möglichkeiten. Ich werde vor allem auf den Beitrag von Theologie, Glaube, Kirche eingehen. Die drei Stichworte sind natürlich nicht dasselbe. Mir wird es vor allen Dingen auf den Glauben ankommen. Die Kirche ist selbst in einer tiefen Krise und auch die Kirchen, die katholische Kirche besonders. Und die Theologie reflektiert den Glauben und kann vielleicht Kriterien benennen. Und ich werde von dort her eben sehr stark aus christlicher Perspektive argumentieren und auch auf Papst Franziskus Bezug nehmen. Zweite Reaktion. Die Überforderung führt zu Verunsicherung. Und die Verunsicherung führt leicht zur Suche nach klaren Antworten und einfachen Lösungen, nach Identität und Sicherheit. Und diese klaren Antworten und einfachen Lösungen bekommt man am leichtesten, wenn man ein klares Feindbild hat oder jemanden die Schuld geben kann, von dem man sich abgrenzen kann und sich von dort her im Gegenüber, im gegen diese Lösung im Grunde genommen selbst definieren kann. Das heißt also von daher auch der Populismus und die identitären Bewegungen sind eine Reaktion auf diese Situation in Europa, eine Reaktion, die zugleich die Krise weiter befeuert und anspitzt, zuspitzt. Was hat das mit dem Thema der Seele Europas nochmal und der Möglichkeit des Glaubens zu tun? Ich denke, dass der Glaube wesentlich eine Form ist, der Gottesglaube, eine offene Identität auszubilden. Eine Identität, die sich geschenkt weiß und verdankt und von daher den anderen öffnet und auch vielleicht der eigenen Ohnmachtserfahrung und Ratlosigkeit öffnen kann. Dass also von daher Glaube hier eine wichtige Antwort zu bieten hat, dass aber gleichzeitig Religion oft ein Mittel der Abgrenzung und der Identitätskonstruktion gegen andere ist. Ja, das, die Verteidigung des christlichen Abendlands gegen den Islam. Wir haben hier also eine ganz hohe Ambivalenz. Der Glaube wäre sozusagen ein positiver Begriff, den ich dann theologisch auch genauer bestimmen muss. Die Religion wäre ein gesellschaftliches Phänomen, das hoch ambivalent ist, aber das eine und das andere haben natürlich viel miteinander zu tun, greifen ineinander. Reaktion 3, die das Ganze nochmal steigert, Angst. Angst als Verstärkung der Momente, die ich bisher genannt habe. Angst, die zu bestimmten Reaktionen gegenüber der Krise führen können. Zum Beispiel zum Totstellen oder Verleugnen der Krise. Klimawandel ist Panikmacherei, wird nicht so schlimm sein. Ist jedenfalls nicht menschengemacht oder so. Also das wäre sozusagen diese Verleugnung, diese Verdrängung.
Das ist jetzt in der Öffentlichkeit, im Grunde merkt man, seit anderthalb Jahren funktioniert das nicht mehr. Der Klimawandel ist so spürbar, dass man den kaum noch ausweichen kann. Dann kommt sehr schnell die zweite Möglichkeit, Resignation. Wir können sowieso nichts machen. Es ist eh zu spät, wir müssen uns anpassen. Ja, und so wäre das ja auch in anderen Bereichen. Also als Möglichkeit, aus der Angst heraus zu reagieren. Und diese Resignation oder diese Angst wiederum kann dann auch in eine gewalttätige Antwort, in eine Aggression, also umschlagen, die meinetwegen wieder Schuldige sucht, die schnelles Handeln sucht, zum Beispiel in der Flüchtlingsfrage, Grenzen dicht machen, die und versuchen, das Schicksal der Menschen sozusagen wegzudrängen, ja, also die, dass das nicht wahrgenommen wird. Was hat das mit dem Glauben zu tun? Und in diesem Sinn möchte ich den Glauben ins Spiel bringen und das Christentum. Das Christentum eben als eine Quelle, als eine Ressource, die unter diesen schwierigen Bedingungen Vertrauen ermöglichen kann. Zukunftshoffnung, Handlungsfähigkeit von dort her auch. Und das Überschreiten der Selbstbehauptung und der Selbstfixierung. Also sowas wie Solidarität, Öffnen für den anderen. Das sind die klassischen drei theologischen Tugenden. Glaube, Hoffnung, Liebe. Die von daher, glaube ich, eine höchst politische Relevanz haben, die ich aber natürlich, und das ist die Schwierigkeit, nicht einfach zu einem politischen Programm erheben kann. Ich kann auch nicht einfach selbst beschließen, jetzt glaube ich halt oder jetzt hoffe ich halt oder jetzt liebe ich halt, sondern die haben etwas, einen Gnadenmoment. Also das wird das Thema sein, dem wir heute weiter nachspüren. Glaube kommt von daher in den Blick nicht als ein Besitz oder ein Monopol, sondern eher als ein Vollzug, als eine Lebensform, als eine Haltung, die nur dort anzutreffen ist, wo sie geschieht, wo sie bezeugt wird und die von daher auch nicht einfach einen Herrschafts- oder Monopolanspruch gegenüber anderen Religionen darstellt oder gegenüber säkularen Positionen, sondern es ist sozusagen die Frage, welche Ressourcen für Glaube, Hoffnung, Liebe können wir mobilisieren, was können wir hier voneinander lernen, auch im Dialog der Religionen. Das wäre so die Grundperspektive, die ich heute verfolgen möchte. Eine weitere Frage wäre, in Reaktion auf diese Krisenerfahrungen, ja, wie kann man jetzt diese Krise bearbeiten? Es gibt da bestimmte Strategien, wie in Europa häufig mit solchen Krisen umgegangen worden ist. Und ich meine, dass diese Strategien alle an eine Grenze kommen zurzeit. Die Strategie, die die Europäische Union, die übrigens nicht mit Europa gleichzusetzen ist, da können wir auch nochmal vertiefen und kommen auch immer wieder drauf zurück, die Europäische Union sehr stark getrieben hat, ist das Prinzip der sogenannten funktionalen Legitimation oder Output-Legitimation, so im politikwissenschaftlichen Begriff. Also man versucht, die Unterstützung für die Europäische Union dadurch wachzuhalten, dass man zeigt, es ist nützlich. Es funktioniert besser. Wir können reisen ohne Grenzkontrollen. Wir können einen Warenaustausch haben, der uns alle reicher macht. Es sind Win-Win-Situationen. Das Problem ist, mit einer solchen Wirtschaftsunion, die sehr stark über Sachlösungen und eben technokratische Lösungen funktioniert, kann man sich nicht identifizieren. Die wird man nicht lieben, sondern die wird man nutzen. Und da diese funktionale Integration gleichzeitig sehr stark im Rahmen von einer Dominanz wirtschaftlicher Interessen vorangetrieben wurde, hat sie auch Ungleichheit befeuert. Ökonomische Ungleichheit, Regionen, die abgehängt sind, aber auch Ungleichheit in dem Sinn, dass manche Menschen sich in ihrer eigenen Lebenswelt abgehängt fühlen und nicht mehr anerkannt fühlen. Von daher ist das ein Teil auch des Problems und einfach nur Reformen, dass die Union besser funktioniert, wird von daher die Krise nicht lösen. Eine zweite Möglichkeit wäre, institutionelle Reformen und zu sagen, wir müssen Europa demokratischer machen. Wir brauchen eine Republik Europa, wie das etwa die Ulrike Gero vertritt. Einen
ein parlamentarisches System auf europäischer Ebene. Das Problem ist, die Europäische Union ist ziemlich groß und vereint ganz unterschiedliche politische Kulturen, ganz unterschiedliche Gesellschaften, auch ganz unterschiedliche Formen, wie Kirche und Staat zusammenarbeiten zum Beispiel. Und das heißt, im Moment ist eine solche Perspektive unrealistisch. Ich bin auch sehr skeptisch, ob sie wünschenswert wäre, also sozusagen so eine Art Großstaat Europa oder Föderalstaat Europa einzurichten. Die Tendenz geht in die andere Richtung, dass Europa eher zerfällt und es immer schwieriger wird, Gemeinsamkeiten zu finden. Dritte Möglichkeit, mit den Krisen umzugehen, was auch bei dieser Vorlesungsreihe immer wieder geäußert wurde, gerade von studentischer Seite: man müsse Europa besser erklären. Es braucht politische Bildung, damit alle einsehen, wie wichtig Europa für den Frieden ist, für den Wohlstand, für die Handlungsfähigkeit und dass wir alle Nutzen davon haben. Das Problem bei diesen, bei dieser Strategie, die ja zum Beispiel von der Kommission und von den Institutionen der Europäischen Union auch gefahren wird, das wird sehr leicht zur Propaganda oder zur Europa-Ideologie, dass man nur die positiven Seiten hervorhebt und versucht zugleich, die Kritik an Europa zu tabuisieren. Und das hat man sehr lange praktiziert und ich glaube, das ist ein Teil des Problems, dass dadurch im Grunde die Grundsatzfragen, wie wollen wir eigentlich Europa und wie wollen wir es gestalten, dass die nicht wirklich, diese Konflikte sind nicht wirklich ausgetragen worden. Also auch schwierig. Weitere Möglichkeit, Rückkehr zum Nationalstaat. EU zurückfahren, Nationalstaat stärken. Das kann man aus geschichtlichen Gründen, aus moralischen Gründen, aus ganz unterschiedlichen Gründen ablehnen. Auch wenn man es nicht ablehnt, meine ich, dass es schlicht und ergreifend unrealistisch ist. Wir sehen das jetzt beim Brexit, dass das eigentlich keine Option ist und dass dieser Rückzug ins Nationale von daher illusorisch ist und wer den wirklich verfolgt, muss das durch Gewalt übertünchen im Grunde genommen. Also, und die Illusion erzeugen, man könnte sich auf seinen eigenen, auf seine eigene Nation zurückziehen. Und diese Nationen sind ja selbst künstliche Gebilde, die sind ja nicht so einheitlich, die vereinen ja ganz unterschiedliche, vielfältige Völker. Also von daher ist das auch nicht nur eine gefährliche Strategie, sondern ich glaube auch eine illusorische. Also Europa neu gründen, eine Neugründung der EU. Aber wie soll das gehen? Wie soll das gehen, wenn die Interessen und Werte so weit auseinandertreiben, wenn die Einstellungen zu Europa, die Einstellungen zum Pluralismus, die Einstellungen auch zum Christentum und zum Islam so unterschiedlich sind. Die meisten von uns würden dann vielleicht ein Europa mit Niederlande und Frankreich und vielleicht England oder so, also so ein Westeuropa gründen. Was machen wir mit Österreich und Italien, wird schon schwierig. Was machen wir mit Polen und Ungarn? Das sind völlig andere Welten auch nochmal und Blicke auf Europa als jetzt Polen und Ungarn aus anderen geschichtlichen Erfahrungen oder Rumänien. Also das heißt, es ist sehr, sehr schwer, hier einen Grundkonsens zu finden. Ich werde Ihnen deshalb heute auch keine Lösung anbieten, sondern ich werde fragen nach Kräften und Möglichkeiten, die eine Erneuerung der politischen Kultur möglich machen, die dann vielleicht Verständigungen ermöglichen, um die Integration in Europa voranzubringen. Das, meine ich, ist auch das, was hinter der Rede von der Seele Europas steckt. Europa eine Seele geben, wie Sie es schon erwähnt hatten, mit dem Zitat von Jacques Delors in den 1990er Jahren. Es brechen Fragen auf, was konstituiert eine politische Ordnung, was hält uns zusammen, was ermöglicht die Identifikation im Gemeinwesen, was ermöglicht auch eine Form von Patriotismus und Solidarität, was ermöglicht es vielleicht, diesen Patriotismus sogar nochmal zu öffnen für Menschen, die in Not in Europa ankommen, wie die in der Fluchtbewegung oder auch Migrationsbewegung. Es ist damit aufgeworfen, die Frage auch nach der politischen Kultur und nach den vorpolitischen Grundlagen des Politischen, wie Ernst-Wolfgang Böckenförde, der Richter des Bundesverfassungsgerichtes und
wichtige Staatsrechtler, der dieses Jahr gestorben ist, wie er diesen Satz geprägt hat, dass eine freiheitlich-demokratische Grundordnung von Voraussetzungen lebt, die sie selbst nicht schaffen kann. Und in diesem Raum der Zivilgesellschaft und der politischen Kultur ist eben auch die Religion zuerst angesiedelt und nicht im Raum staatlicher Politik. Das sekundär, aber das werde ich heute nicht vertiefen und nicht vertieft behandeln, weil es einfach ein eigenes Thema wäre, ein ganz großes. Worauf zielt also die Frage nach der Seele Europas? Vielleicht erst noch der Hinweis an diesen Aufruf Delors, haben sich auch Förderprogramme und Bewegungen unterschiedlicher Art angeschlossen. Das war auch ein Aufruf, der versucht hat, auch die Religionsgemeinschaften mit in diese Frage nach der Seele Europas hineinzuholen, aber auch Kunstschaffende, Intellektuelle und auch eine breite Volksbewegung anzustoßen. Also zum Beispiel in dieser Bewegung ist Soul for Europe auch, ist mit Pulse of Europe, glaube ich, nicht direkt, also es ist nicht dasselbe, aber die haben enge Beziehungen. Was steckt dahinter? Ich markiere ein paar Punkte. Zunächst zeigt es ein Defizit an, das hatte ich vorhin schon angedeutet. Ein rein funktionales, wirtschaftlich-technokratisches Europa bleibt in gewisser Weise seelenlos. Es bleibt kalt, man kann sich nicht damit identifizieren und ein politisches Gemeinwesen funktioniert nicht, wenn es nur deshalb unterstützt wird, weil ich unmittelbaren Nutzen daraus habe. Also in dem Moment, wo nichts mehr zu verteilen ist, wo ich solidarisch sein muss gegen meinen Eigennutzen oder wo auch ein Land verteidigt werden muss, wo ich freiwillig mich engagieren muss, wo ich auch freiwillig Steuern bezahle zum Beispiel, da braucht es auch eine Identifikation mit dem Land. Das ist auch eine Herzensangelegenheit. Das ist die eine Seite, dieses Anzeigen eines Defizits. Ich möchte von vornherein zwei Abgrenzungen vornehmen, die auch das betreffen, wie im religiösen Bereich häufig dann dieses Wort von der Seele Europas aufgegriffen wird. Viele Ansätze, das aufzugreifen, tun so, als wäre die Seele Europas sowas wie das Wesen Europas, das dann wiederum im Christentum gründet oder im jüdisch-christlichen oder im jüdisch-christlichen verbunden mit der griechischen Philosophie oder noch verbunden im römischen Rechtsdenken. Also dass man dann sozusagen so einen Wesenskern Europas herausschält und den gilt es wieder zu gewinnen. Da schwingt dann aber immer so eine Verfallsgeschichte mit, als hätten wir diesen Wesenskern einmal gehabt und er geht uns verloren. Und wir müssen ihn nur wieder haben. Und dann ist die Frage, wer darf im Namen dieses Wesens sprechen? Und das ist dann vielleicht die Kirche oder so. Und das ist eine schwierige Sache. Also ich möchte mich davon abgrenzen, dass von daher die Seele Europas nichts Statisches ist, was bereits vorliegt. Es geht von daher zweitens auch nicht um eine religiöse Vereinnahmung, sondern eher um einen kulturellen Prozess, zu dem die Religionen dazugehören. Also um einen zivilgesellschaftlichen Prozess, um ein immer wieder neu erringen, was diese Seele Europas eigentlich ausmacht. Die Gefahr dabei, vor allem wenn das dann von Brüssel gesteuert ist, dass das Ganze so eine Art Propagandaprojekt oder die Konstruktion einer Europa-Ideologie wird. Das trifft dann auch wieder völlig zu Recht auf die Kritik von europakritischen Gruppierungen. Sie müssen immer bedenken, wenn der Populismus solchen Erfolg hat, warum gerade jetzt? Es muss ja auch Gründe geben für diesen Erfolg. Also es ist immer auch eine berechtigte Anzeige von Fehlentwicklungen und von Missständen, auch wenn die Kritik in ihrer Form kontraproduktiv ist. Es geht also eher um die Suche nach einer Identität Europas, um eine positive Identifikation mit Europa. Und der Begriff der Seele könnte hier auch wiederum ein wenig irritieren, weil das ja ein theologisches, man könnte meinen, es ist ein theologisches Konzept, das dann zudem vielleicht auch höchst umstritten ist. Also wie ist das eigentlich mit Leib, Seele und was macht die Seele des Menschen aus und wie lebt die weiter nach dem Tod und so. Also da werden ja ganz viele theologische und philosophische Probleme auch aufgerufen. Ich meine, es ist eine Metapher. Ich würde es von daher weicher nehmen zunächst mal und versuche festzuhalten, was mit dieser Seele gemeint ist.
Es ist zum einen gemeint so etwas wie das lebendige innere Prinzip, das Europa beseelt. Wenn sozusagen die Institutionen sowas wie das Gerippe sind und die Interessen und die Wirtschaft vielleicht das Fleisch am Gerippe, dann wäre ja die Frage, welcher Geist weht in diesem Europa? Und was macht es lebendig, was macht sozusagen auch das Herz Europas aus? Das klingt, meine ich, in der Seele an. Ein seelenloses Europa wäre sozusagen ein Zombie, wenn man das so im Bild formulieren will. Zweites Moment, die Identität, die sich in allem Wandel durchhält oder die in dem Wandel Einheit stiftet. Das heißt nicht, dass die Identität außerhalb von dem Wandel besteht und der Wandel irgendwie ihr äußerlich ist, sondern dass der Wandel ja etwas, also dass sich etwas durchhält im Wandel, sonst wäre es nicht die Geschichte Europas, also wie in ihrer Lebensgeschichte. Sie verändern sich in ihrem Leben mit all dem, was sie erlebt haben. Und doch sind sie dieselbe, derselbe. Und sie können von dort her auch ihre Geschichte erzählen. Es geht also auch um Europa-Narrative. Wie erzählen wir die Geschichte von Europa? Wie erzählen wir, was Europa ausmacht? Von dort her sind damit auch die Gefühle angerührt. Und der Populismus ist etwas, was ganz stark politische Affekte anrührt. Empörung, Wut, zu kurz kommen, Ressentiment, die da oben, die Flüchtlinge, die uns alles wegnehmen und so weiter. Also das sind ganz starke Gefühle. Die Frage ist, wie kann man hier positive Gefühle dem entgegensetzen? Zu sagen, wir wollen dann ein vernünftiges Europa, das die Probleme besser löst, kommt nicht ans Herz ran, kommt nicht an diese Gefühle heran. Und ich meine, dass genau an dieser Stelle auch die Europareden des Papstes ansetzen und hier sehr starke Impulse geben. Darauf komme ich gleich dann noch zurück. Papst Franziskus hat in seinen Reden auch mehrfach darauf hingewiesen, auf ein Zitat aus dem Brief an Diognet, aus dem 2. Jahrhundert, wo es heißt, was die Seele im Leib ist, das seien die Christen in der Welt. Das wäre schön. Ich glaube, es ist auch nicht einfach eine Feststellung. Da schwingt auch mit, das sollten oder könnten die Christen in der Welt sein. Oder das sind die Christen in der Welt dort, wo sie ihr Christsein leben. Also von daher, das Christentum hat mit der Seele Europas zu tun. Das ist nicht einfach dasselbe. Die Seele gehört nicht uns oder so. Das heißt, es geht um geteilte Erinnerungen, um gemeinsame Wurzeln, gemeinsame Quellen, vielleicht auch gemeinsame Visionen, verbindende Narrative. Die Gefahr wäre, eine Seele zu konstruieren, eine Identität zu konstruieren, in Abgrenzung von anderen, in Ausgrenzung von anderen, über das Schaffen von Feindbildern oder über das Schaffen von Sündenböcken. Ja, also die Feindbilder können sein zum Beispiel der Islam, sie können aber auch sein Russland, Trump. Ja, also im liberalen Bereich funktioniert Trump wunderbar auch als Feindbild, wo man sich dann klar wird, wer wir sind, nicht die. Ähnlich bei den Sündenböcken. Also das funktioniert von beiden Seiten, nicht nur von rechts. Das kann, also diese Gefahr lauert in jedem von uns. Ja, wenn man dann suchen würde nach Wurzeln oder Quellen, könnte man ganz viele nennen. Ich hatte vorhin schon einmal einen ersten Vorschlag gemacht, also was häufig genannt wird, dann zum Beispiel verdichtet in drei Städtenamen. Jerusalem, Athen, Rom. Also es kommt zusammen das jüdisch-christliche, die griechische Philosophie, der griechische Geist, der jüdisch-christliche Glaube und das römische Rechtsdenken. Das hat zum Beispiel Papst Benedikt in seinen Stellungnahmen zu Europa, hat er das ganz breit ausgeführt. Dann könnte man überlegen, wie passt da das keltisch-germanische, das slawische mit rein, das Mittelalter. Ja, was ist mit Byzanz, West-Ost, was ist mit dem Islam, Cordoba,
Sarajevo oder die Schlacht auf dem Amselfeld oder Wien. Also sie haben ganz unterschiedliche geschichtliche Marker sozusagen, die diese Quellen im Grunde genommen bezeichnen können, und dann geht ganz schnell auch der Streit los, welche Quellen zählen, welche nicht. Meinetwegen, Islam darf nicht dazugehören. Warum? Er hat unsere Kultur ganz stark mitgeprägt, aber wie? Wie bestimmt man das näher? Byzanz haben die meisten gar nicht im Blick, oder Moskau dann als das neue Byzanz, neue Rom, dritte Rom und so weiter. Welche Rolle hat das Christentum? Welche Rolle haben eigentlich die vorchristlichen Religionen Europas? Wie weit haben die unsere Kultur bestimmt? Zum Teil werden die ja dann in faschistischen Bewegungen reaktiviert. Aber die können natürlich auch ein positiver Bezugspunkt sein. Ne? Also, aber es ist alles hochambivalent. Oder dann der Gegennarrativ: Europa, das ist vor allen Dingen Aufklärung. Das hat mit der Aufklärung angefangen. Ja, oder das ist der zentrale Bezugspunkt, auch in Absetzung von Religion zum Beispiel. Das wäre dann vor allem meinetwegen die französische Laïcité, die sehr stark häufig so funktioniert hat. Ja. Faktisch gehört zur Geschichte Europas nicht eine Aufklärung, sondern viele. Es gab immer wieder Phasen der Aufklärung und Phasen der Romantik, Phasen der Renaissance. Also es ist ein hochkomplexes Gebilde. Man könnte jetzt die Revolutionen hinzunehmen, aus denen man sozusagen die Identität Europas ableiten kann. Also mit anderen Worten, wenn ich dann vom christlichen Abendland spreche, stellt sich die Frage: Ja, wie schreibe ich das zum Beispiel in diese vielfältige Geschichte ein? Was blende ich aus, wenn ich Europa als christliches Abendland konstruiere? Geht das heute noch? Johannes Paul II. Hat in seinen Stellungnahmen zu Europa sehr stark das Moment der Hoffnung und Versöhnung durch Christus ins Zentrum gestellt und auch der notwendigen Umkehr und Neuevangelisierung Europas. Und dass das Christentum sozusagen nicht als ein Faktor unter vielen ins Spiel kommt, sondern als eine Kraft, die es möglich macht, mit der Vielfalt umzugehen und die unterschiedlichen Kulturen zu einer Einheit in Vielfalt zusammenzuformen. Das ist die starke Seite. Die schwierige Seite: er hat das sehr stark als Herrschaftsanspruch formuliert. So als hätte nur das Christentum diese Lösung zu bieten. Und ich habe mal Texte von ihm mit Studenten gelesen, mit Nicht-Theologen. Die konnten da war einfach nur Abgrenzung und Empörung. Also die konnten mit diesem Sprachspiel gar nichts anfangen, die haben das nur als Vereinnahmung angesehen. Papst Benedikt hat ganz stark gemacht, die Symbiose oder Verbindung oder kritische komplementäre Verbindung von Glaube und Vernunft. Sozusagen als Matrix der Kultur Europas. Und das hat zum Beispiel der Silvio Vietta in seiner Kulturgeschichte Europas ähnlich dargestellt, der jetzt kein Theologe ist. Also diese Verbindung von Glaube und Vernunft könnte man als ein ganz wichtiges Merkmal Europas ansehen. Aber auch bei Papst Benedikt schwingt immer auch die Verfallsgeschichte mit. Und dass man eigentlich diese Werte erneuern muss, die sich in der Vergangenheit bereits realisiert finden. Also so eine Art eine Verlusterfahrung und der Anspruch, eigentlich müssten wir zurück zum Christentum. Und das ist schwierig, das in unserer pluralistischen, säkularen, postsäkularen Gesellschaft als Modell zu vertreten. Ich meine, dass Papst Franziskus da vorsichtiger ist. Inhaltlich knüpft er durchaus an seine Vorgänger an, aber er formuliert anders. Und dass er deswegen auch sehr stark gehört wird. Ich möchte das an einem Bild deutlich machen. Papst Franziskus spricht immer wieder davon, das hat er vor allem bei der Karlspreisrede auch nochmal formuliert und bei der Rede vom Europarat 2014, dass Europa nicht ein Zentrum hat, auch nicht zwei Zentren, also eine Polarität von zwei, sondern dass Europa multipolar ist, viele Zentren, vielfältig, vielgestaltig, und dass es deswegen einen ganz breiten Dialog braucht, damit so etwas wie die Seele Europas neu erstehen kann. Ein Dialog in Respekt
bei denen die Spielregeln vorher nicht feststehen. Denn wenn ich den Dialog nur mit denen führe, die sich an meine Spielregeln halten, dann habe ich die eigentliche Herausforderung in der Regel bereits als nicht dialogfähig ausgegrenzt. Die Fundamentalisten, Pegida, mit denen kann man doch nicht reden. Was machen wir dann mit denen? Einsperren? Also wir müssen reden, wir müssen den Dialog suchen. Ja, auch zu schwierigen Gesprächspartnern. Und mit dem transversalen Dialog, meine ich, hatte außerdem angesprochen, dass die Konfliktlinien heute quer durchgehen, durch die unterschiedlichen, nicht zwischen den Konfessionen, sondern quer durch die Konfessionen. Dass es häufig auch eine Altersfrage ist, eine Frage von Stadt und Land und so weiter. Und in dieser unübersichtlichen Situation brauchen wir einen Dialog, um so etwas wie Einheit in Vielfalt zu gewährleisten. Und dann prägt er in diesem Zusammenhang das Bild vom Polyeder als Bild dieser Einheit in Vielfalt. Also wenn Sie sich diese drei Formationen sozusagen anschauen, dann wäre links das Modell der konzentrischen Kreise, wie es im Zweiten Vatikanischen Konzil auch vertreten wurde, wie man es vielleicht auch politisch vertreten könnte. Dann hätten wir ein Zentrum, das ist die katholische Kirche, theologisch gesprochen, aus katholischer Sicht. Und wir hätten andere, die mehr oder weniger nah dran sind, und wir schließen alle ein. Das ist sehr offen und großherzig vom Zweiten Vatikanischen Konzil entworfen, aber es ist halt auch vereinnahmend. Und man befindet sich selbst im Zentrum, was allerdings auch der eigenen Position entspricht. Politisch, meinetwegen Europa als Zentrum, oder Kerneuropa als Zentrum genauer gesagt, und darum gruppieren sich dann die eher peripheren Teile der Welt sozusagen, die auf dieses Zentrum hingeordnet werden und irgendwie stückweise integriert werden. Also man kommt über solche Modelle nicht ganz raus, aber sie sind auch problematisch, weil sie im Grunde einen Herrschaftsanspruch auch nochmal markieren. Das zweite Modell wäre die Ellipse, dass man mit zwei Polen argumentiert, also zum Beispiel Kirche und Welt, Lumen Gentium und Gaudium et Spes, und daraus konstituiert sich die Einheit von Kirche. Oder Glaube und Vernunft, und daraus konstituiert sich die Einheit der Kultur. Bei Papst Franziskus mit dem Polyeder kommt was ins Spiel, dass er sagt, jedes Teil muss bleiben, also muss erkennbar bleiben. Die Eigenarten des Besonderen, die Eigenarten jedes Individuums, die Eigenarten jeder Volksgruppe müssen gewahrt bleiben und doch zusammenkommen im Dialog, sodass das Ganze mehr zählt als der Teil, also nicht als Isolation. Und dass wir von daher Europa sowas wie ein Konglomerat, wie eine, ja, ein buntes, vielleicht etwas unförmiges Gebilde, wo wir in dieser Vielfalt trotzdem eine Einheit erreichen oder die immer wieder versuchen herzustellen. Das wäre so ein erster kleiner Einstieg. Das hier kürze ich ab, weil ich glaube, das ist auch nicht nötig, das ist Ihnen präsent. Einfach die Anmerkung, wenn ich das Christentum ins Spiel bringe, dann nicht als Joker oder Ass, das ich ziehe und dann sind die Probleme gelöst. Das würde einfach völlig an der Realität vorbeigehen. Das Christentum befindet sich selbst in einer schweren Krise in Europa. Und wir sind im Grunde genommen in einer postchristlichen Situation, wo zugleich sehr viel Traditionsabbruch, sehr viel Exkulturation des Christentums, dass also die Verbindung von Christentum, von Evangelium und Kultur brüchig wird, viele gar keinen Zugang mehr haben. Die Prägekraft nachlässt, obwohl sie aber auch fortwirkt, das meine ich mit postchristlich, dass wir von daher viel säkulare Gesellschaft vorfinden, aber auch postsäkulare, also Menschen, die merken, dass mit der Religion was verloren gegangen ist, die nach Sinn und Religion suchen, aber eigentlich nicht darin verwurzelt sind und das dann entweder auf kreative, suchende Weise, meinetwegen im Bereich der Spiritualität, der Esoterik, der Filme, der Kultur und so weiter machen, oder eben auch auf sehr gewaltsame Weise, indem man in eine fundamentalistische Identität springt und Religion konstruiert. Also von daher, Christentum und Religion ist hochambivalent. In der katholischen Kirche
erleben wir es gerade massiv. Also die katholische Kirche ist so gut wie gar nicht in äußere Gewalt verwickelt, also zurzeit, also im Sinne des Dschihadismus oder so und des Terrorismus, aber massiv in psychische Gewalt, in Machtmissbrauch und sexualisierte Gewalt mit den Missbrauchsskandalen. Also von daher, wir reden nicht als Christen nicht von oben herab, sondern in Solidarität mit den Menschen, als Teil dieser Gesellschaft, aber als Menschen, als Glaubende, die eine Hoffnung im Herzen tragen und die diese Hoffnung auch leben sollen und öffentlich bezeugen sollen. Das wäre so der Ausgangspunkt an dem Punkt. Ein sehr schöner Entwurf, Christentum in dem Sinne in Europa stark zu machen, finde ich, ist der von Christoph Theobald, Christentum als Stil, wo er auch versucht, die Theologie von Papst Franziskus nochmal in eine Fundamentaltheologie zu übersetzen. Und ich arbeite an einem Projekt performativer politischer Theologie, das in die Richtung zielt. Ein weiterer Punkt, was die Seele Europas angeht und die Frage, hat Europa noch eine Seele? Vorhin hatte ich mit den Wurzeln und Quellen eher Traditionen in den Blick genommen. Traditionen, Quellen von Weisheit und Erkenntnis, Quellen von Kultur, man hätte noch viel mehr anführen können. Bei der Seele Europas spielt aber noch eine andere Seite eine wichtige Rolle, nämlich die Erinnerung an Leiden und Katastrophen und Schuld. Die Erinnerungskultur. Ja? Und diese Negativerfahrungen waren meistens der Ort, wo wir unsere tiefsten Werte und Hoffnungen und Projekte entwickelt haben. Also wir jetzt, die Menschheit. Die Menschenrechte in ihren unterschiedlichen Ausgestaltungen sind Antworten auf Unrechtserfahrungen, auf Leiterfahrungen. Die Europäische Union oder die europäische Integration, sage ich mal, weil es gibt viele unterschiedliche Institutionen in Europa, war eine Antwort auf die Katastrophe des Zweiten Weltkriegs und der Shoah. Also so, dass die Erneuerung Europas immer auch aus der Erinnerung lebt, aus einer pluralen Erinnerung, wo ich das eine Leiden nicht gegen das andere ausspielen kann. Ich kann den Zweiten Weltkrieg nicht gegen den Ersten ausspielen und legitimieren, weil Deutschland im Ersten oder nach dem Ersten Weltkrieg Unrecht geschehen sei damit oder irgendwie sowas. Ich kann aber auch nicht Auschwitz und den Gulag gegeneinander aufrechnen. Ja, das sind Brüche. Das sind Erfahrungen, die uns stocken lassen. Und wenn man die Seele Europas oder die Identität Europas an diesen Erfahrungen vorbei erneuern wollte, dann würden die einen einholen, wie Wiedergänger. Dann wäre das sozusagen eine auch wieder illusorisch. Das heißt also, die Erinnerungskultur ist ein ganz, ganz wichtiges Moment für eine normative Orientierung. Und zwar, das hat vor allen Dingen, finde ich, Johann Baptist Metz sehr, und diejenigen, die an ihn anschließen, haben das großartig herausgearbeitet, wie entscheidend es ist, das fremde Leiden zu erinnern. Und vor allem auch im Gespräch mit jüdischer Theologie oder exiljüdischer sozusagen, also die jüdische Theologie, wie sie sich in der Zeit der Zerstreuung ausgebildet hat, im Staat Israel, das wäre ein anderes Thema nochmal. Also es geht um die Erinnerung Fremdenleids und eigener Schuld. Das sensibilisiert für normative Werte, für Einsichten in Prinzipien und Normen, Einsichten in das Unaufgebbare, das Unbedingte und das Unantastbare. In die Heiligkeit des Menschen und seiner Würde. Jetzt komme ich noch auf die Impulse von Papst Franziskus zu sprechen und wie ich es geahnt hatte, werde ich sozusagen die kriteriologischen Reflexionen, die nochmal stärker ins Theoretische gehen, weglassen, dass wir Zeit zur Diskussion haben. Ich glaube, es ist dann auch wahrscheinlich genug. Sagen Sie mir dann einfach nachher Bescheid, ob Sie noch mehr wollen. Ich würde jetzt ein paar Impulse von Papst Franziskus aufgreifen, ohne das an seinen Texten jeweils zu belegen. Und man könnte sicher auch mehr anführen, aber das sind in meinen Augen zentrale Impulse. Und zwar betreffen die
immer sowohl den Glauben und die Kirche als auch die Politik und Gesellschaft als auch die Menschheit. Das ist das Eigenartige, was vielleicht viele irritiert, die an so eine klare Trennung zwischen politischem und religiösem Bereich gewöhnt sind und meinen, dass wir nur so die Freiheitlichkeit unserer Ordnung aufrechterhalten können. Ich meine, dass Papst Franziskus in seinen Stellungnahmen auf der Ebene politischer Kultur und Glaubenskultur argumentiert, öffentlich Zeugnis gibt, von daher keinen Herrschaftsanspruch aufwirft. Deswegen ist es weniger problematisch, wenn hier Religion und Politik so ineinander greifen. Und dass er nicht kirchenorientiert spricht, sondern Reich Gottes orientiert. Und dabei für alle Menschen guten Willens und alle Religionen offen argumentiert. Und dass es deswegen sozusagen kein Verstoß gegen die Unterscheidung von politischem und religiösem Bereich ist. Aber das können wir gerne in der Diskussion aufgreifen, ob Sie mir da zustimmen. Sein Grundimpuls, ja, oder es sind mehrere, aber, und sie hängen eng miteinander zusammen. Ein zentrales Motiv, was immer wiederkehrt und was in Evangelii Gaudium ausgeführt ist, und zwar in dem Bereich, wo es um das Zusammenleben der Menschen geht und um den Frieden, das Soziale. Was aber genauso kirchlich relevant ist, wie es in Amoris Laetitia zum Beispiel deutlich wird. Also wo es ja sozusagen darum geht, eine kirchliche Sackgasse im Umgang mit Sexualität, mit Ehe und Lebensformen zu überwinden, in die die katholische Kirche hier geraten ist. Das ist das Prinzip, die Zeit habe Vorrang vor dem Raum. Es gehe darum, nicht Räume zu besitzen oder zu besetzen, in denen ich dann herrschen kann und Einfluss ausübe, die christlich sind oder die katholisch sind, sondern es gehe darum, Prozesse anzustoßen. Prozesse anstoßen, die die Menschheit weiterbringen in Richtung auf das Reich Gottes, in Richtung auf die Verheißungen, die Christus uns gebracht hat, in Richtung auf Frieden, in Richtung auf Versöhnung und Verständigung. Also dieses Prozessorientierte. Der Unterschied ist, Prozesse, die ich anstoße, kann ich nicht kontrollieren. Die gehören mir nicht. Ja, ich gebe etwas rein, ich muss sie steuern, ich muss Verantwortung übernehmen. Aber ich kann sie nicht abzirkeln und beherrschen. Damit hängt zusammen der Grundimpuls, an die Peripherie zu gehen. Perspektiv- und Ortswechsel, man könnte es auch als ein Exposure-Programm sozusagen bezeichnen. Sich der Realität aussetzen, die wir nicht sehen, die wir ausschließen, die wir ausklammern. Wir leben doch in einer guten, liberalen, freiheitlichen Nachkriegsordnung. Können wir nicht einfach zurück in die Bonner Republik und in die überschaubaren Verhältnisse der damaligen Zeit? Diese überschaubaren Verhältnisse hatten eine Rückseite. Wenn ich die von Lateinamerika aus betrachte oder von Algerien aus oder so, stellt sich diese liberale Ordnung anders dar. Wir sehen also nur einen Teil. Damit Bert Brecht, wir sehen die im Licht, sind die im Dunkeln, sieht man nicht. Also bei der Dreigroschenoper, also sozusagen. Das heißt, was ist das? Ist das ein moralischer Appell, sich den Armen zuzuwenden? Nein, es ist ein Erkenntnisprinzip. Es ist der Aufruf, auch die andere Seite der Wirklichkeit wahrzunehmen und die Menschen, die wir bisher ausgeschlossen haben. Dadurch wird unser Blick auf die Wirklichkeit realistischer. Wir sehen mehr. Wir werden allerdings verändert. Und zwar ganz grundlegend. Also es ist sehr, sehr unbequem. Es ist ein Umkehrprozess, eine Konversion. Dazu gehört ganz unmittelbar der Kontakt zur verdrängten Realität der Ausgeschlossenen. Und dieser Kontakt führt zu Gefühlen. Die erste Reise des Papstes ging nach Lampedusa. Er hat keine Zornespredigt gehalten, wie wir so etwas zulassen können, sondern er hat gesagt, was für ein Drama, dass wir über diese Situation nicht weinen können.
dass wir es verlernt haben zu weinen angesichts dieser Schicksale. Das sei die Globalisierung der Gleichgültigkeit, die mit dem Wirtschaftssystem verbunden ist, wie wir es pflegen. Das ist nicht Moralisierung. Das ist nicht ein moralischer Appell. Es ist die Wahrnehmung von etwas, das Herz zu öffnen und von dort her Kompassion, Barmherzigkeit zu empfinden. Nicht als Mitleid von oben herab, sondern als Kontakt mit der Wirklichkeit anderer Menschen. Und das motiviert dann zu einem politischen Verhalten und zu einem neuen Glauben. Das erneuert den Glauben und das erzeugt Gefühle, so wie auch der Populismus Gefühle erzeugt, aber ganz anders. Der Populismus erzeugt Gefühle durch Manipulation und verzerrt dadurch den Blick der Realität. Das hier ist ein Umkehr, die Realität neu wahrzunehmen und die Gefühle stellen sich ein und ich darf ihnen nicht ausweichen und muss dann mein Leben verändern. Ich sage das jedes Mal mit Zögern, weil ich weiß, wie sehr ich mein eigenes Leben nicht verändere. Also es ist was, was man eigentlich nicht guten Gewissens sagen kann, sondern wo man unruhig wird. Ja, das wäre dieser Zusammenhang von Umkehr und Kompassion. Voraussetzung dabei und Kern der Botschaft ist die Barmherzigkeit Gottes. Die Erfahrung der Barmherzigkeit Gottes als Kern der christlichen Botschaft, die unbedingt für den Menschen entschiedene Liebe Gottes, die er in Christus offenbart hat, wie Thomas Pröpper das immer auf eine Kurzformel gebracht hat, die ich prägnant und großartig finde in ihrer Prägnanz, aber auch ein bisschen gefährlich, weil man immer wieder fragen muss, was heißt das? Ja. Also und sich von diesem Christusgeheimnis neu berühren lassen und wie weit ist das eigentlich bei mir angekommen? Also wie weit reicht diese Barmherzigkeit Gottes? Ja. Und das Christentum ist auf diese Barmherzigkeit hin zentriert. Und die Christologie, die Kreuzestheologie, meinetwegen bei Anselm von Canterbury auch, mit dem ich mich intensiv auseinandergesetzt habe, geht es wesentlich darum, dass Barmherzigkeit und Gerechtigkeit nicht gegeneinander ausgespielt werden dürfen, auch bei Gott nicht. Dass sie zusammenkommen müssen. Das ist der Kern des christlichen Glaubens und ich glaube, dieser Kern ist öffentlich gefragt. Er ist gefragt, es ist aber keine Herrschaftsideologie. Im Judentum steht im Judentum der Legalismus und die Gesetzesreligion im Vordergrund. Nein, auch die Barmherzigkeit Gottes. Ja, also das ist ein Zerrbild, wenn man das Judentum auf Gesetzesreligion verengen wollte. Also auch dort ist die Barmherzigkeit Gottes Kern. Jesus war ja Jude. Ist das im Islam? Die Bismillah, immer die Anrufung der Barmherzigkeit Gottes. Im Buddhismus, Mitleidsethik. Im Hinduismus kenne ich mich ein bisschen weniger aus, ne? Also, aber das auch dort ganz stark, also es geht ja bis zum Mitleid mit den Tieren auch ganz massiv. Ne? Bei den Sikhs, oder, also, wo das ganz massiv ist. Im Humanismus. Das heißt nicht, dass die Barmherzigkeit der kleinste gemeinsame Nenner ist. Denn jede dieser Religionen, auch evangelisch-katholisch, auch Sie und ich, jeder von uns fühlt das nochmal anders. Also es geht nicht darum, das einfach über einen Kamm zu scheren. Und trotzdem, die Barmherzigkeit ist etwas, auch was uns als Menschen verbindet und was von daher einen sehr guten Zugang zu diesen Ressourcen schafft, um die es in der Religion geht. Was aber gleichzeitig natürlich ganz und gar abhängig davon bleibt, jedenfalls aus christlicher Sicht, dass es diesen Gott gibt und dass er sich als barmherzig erwiesen hat in Jesus Christus und sich als barmherzig erweist, auch mir gegenüber, obwohl ich es nicht verdiene. Also die Rechtfertigungslehre. Und das ist nicht selbstverständlich. Also das ist so ein bisschen, glaube ich, es wird oft auch banalisiert, diese Barmherzigkeit Gottes. Das hat enorme Folgen, auch fürs Innerkirchliche. Das sieht man wieder an Amoris Laetitia. Also weil Papst Franziskus diese Barmherzigkeit Gottes eben auch gegen die Fehlformen innerkatholischer Frömmigkeit unter dem Anschein des Guten wendet.
Also gegen Positionen, die die eigene Rechtgläubigkeit dazu benutzen, andere auszugrenzen und abzuwerten und zu verurteilen, als würden sie mit Steinen auf Sünder werfen, um dieses biblische Beispiel von Jesus und der Ehebrecherin im Johannesevangelium einzuspannen. Also Barmherzigkeit ist nicht harmlos. Das hat auch politische und auch kirchenpolitische Folgen. Ein weiterer Aspekt wäre das Verhältnis zur Zeit. Ich meine, dass dieser Aspekt, den halte ich für den wichtigsten sogar, obwohl er vielleicht banal scheint erstmal. Papst Franziskus versteht die Seele Europas als etwas Dynamisches. Er hat in der Rede vor dem Europarat das Bild der Pappel gebraucht, von einem Baum, dessen Wurzeln in der Erde gründen, unsichtbar. Und das ist die Erinnerung. Durch den Stamm sozusagen kommt da die Ausrichtung rein, eine Gradlinigkeit nach oben. Und das ist sozusagen die Orientierung an der Wahrheit und auch die Standhaftigkeit in der Gegenwart. Und die Krone streckt sich aus nach dem Himmel, das ist das Ausstrecken nach der Zukunft. Also das Politische wie der Glaube leben beide aus der Erinnerung, aus der Geistesgegenwart und aus der Zukunftsorientierung. Und das ist nicht trivial, weil wir in der heutigen Kultur häufig weil die heutige Kultur ein verflachtes Verständnis von Zeit mittransportiert. Als wäre Zeit einfach was Objektives, was dahin fließt, und man muss irgendwie die Gegenwart managen. Wir haben immer zu wenig Zeit. Und in Wahrheit ist Zeit etwas, was wir vollziehen. Die Wirklichkeit vollziehen wir ständig, indem wir in jedem Augenblick, und dieser Augenblick ist in dem Moment, wo ich rede, längst schon wieder vergangen, und ich brauche Zeit, um den Satz zu Ende zu sprechen, und das ist immer mehr als ein Augenblick. Ja. In jedem Augenblick erinnern wir Vergangenheit und richten uns aus nach der Zukunft und schaffen dadurch Realität. Und wenn man das politisch in Erinnerung ruft, hilft das gegen Resignation, hilft das gegen die Ideologien der Alternativlosigkeit, als müsste alles so sein, wie es ist. Nein, wir erinnern uns an die Möglichkeiten der Vergangenheit, an die unausgeschöpften Potenziale der Vergangenheit, an die Leiden der Vergangenheit, die nicht wieder geschehen dürfen, an das Unrecht der Vergangenheit, an die Einsichten und die wertvollen Erkenntnisse der Vergangenheit, können daraus die Gegenwart deuten, den Mut gewinnen, uns der Gegenwart zu stellen und unserer Verantwortung zu stellen und Zukunft zu schaffen, Visionen zu entwickeln, an der Zukunft zu arbeiten. Das ist, glaube ich, der Weg einer Erneuerung politischer Kultur. Und zum Beispiel die Liturgie ist ein Trainingsprogramm dafür. Weil in der Liturgie wird immer genau das gefeiert. Eine Kultur der Erinnerung, der zyklischen Erinnerung des Heilsgeschehens, bezogen auf die Nöte der Gegenwart, als Vergegenwärtigung dieses Heilsgeschehens, ausgreifend auf die Zukunft, dass wir verändert rausgehen und die Welt gestalten und in Erwartung Gottes, der da kommt. Das hilft gegen Fehlformen der Erinnerung, die nostalgisch in die Erinnerung fliehen, wie das zum Beispiel der bekannte scharfe Zeitanalytiker und Soziologe Sigmund Baumann in seinem letzten Alterswerk Retrotopia beschrieben hat, zum Beispiel. Also eine Orientierung an der Vergangenheit, die rückwärtsgewandt ist, aus Angst vor der Zukunft. Und das wäre sozusagen, also um die Erinnerung geht es nicht. Es geht nicht um Nostalgie, sondern um das, was Johann Baptist Metz gefährliche Erinnerung genannt hat. Um eine Erinnerung, die die Gegenwart verändert und den Menschen verändert und wachrüttelt. Das eröffnet neue Möglichkeiten. Und diese neuen Möglichkeiten wiederum verbindet Papst Franziskus mit den vier Prinzipien, jetzt wieder abgelesen an seinen Europareden, eines transversalen Dialogs. Ich habe das vorhin schon skizziert. Also ich übersetze es mal als
einen Dialog ohne Vorbedingungen quer durch die Freunde. Also wo er sehr stark auf die Kraft der Begegnung setzt, auf die Kraft zwischenmenschlicher Begegnung. Also wenn die Franzosen nach dem Zweiten Weltkrieg Bedingungen für den Dialog mit Deutschland gestellt hätten, hätte es schlecht ausgesehen für Deutschland. Also die abzuarbeiten nach dem, was wir getan haben, das wäre schwierig. Und aus der Begegnung ist ganz viel entstanden, aus der nachbarschaftlichen Begegnung. Und ist tatsächlich Versöhnung entstanden. Das ist trotzdem ein Wunder. Das ist nicht automatisch. Aber solche Wunder können geschehen in der Begegnung, im Dialog. Also so naiv Dialog wirkt. Es ist der mühsame Weg und es ist der einzig gangbare Weg. Ein konfliktreicher Dialog auch. Aber ja. Den verbindet er mit der Fähigkeit zur Integration. Also, was heißt das? Integration heißt nicht die Fähigkeit, die anderen mir gleich zu machen und einzuverleiben und der eigenen Kultur zu assimilieren. Also Integration bemisst sich nicht daran, wie schnell wir Türken in Deutschland zu Deutschen machen, die so sind wie wir. Sondern Integration heißt eher, würde ich sagen, die Sensibilität für den Ausschluss und für die Ausgeschlossenen und das Zugehen auf die Ausgeschlossenen und sich dann gemeinsam auf einen Weg zu machen. Kirchlich ist das dann Synodalität, gemeinsam einen Weg gehen. Ja, mit. Und das, darüber kann Integration entstehen und es werden sich beide Seiten ändern, wandeln in dieser Begegnung. Also von daher, die Migranten ändern Deutschland. Ja? Es bleibt nicht beim Alten. Das ist so. Unsere Gesellschaft ändert sich dadurch. Die Frage ist, ob wir die Kraft haben zur Veränderung. Deswegen hat Papst Franziskus in dem Zusammenhang immer von einem Altwerden Europas und Unfruchtbarkeit Europas gesprochen, mit dem sicherlich nicht sehr gelungenen Bild der unfruchtbaren Großmutter, wofür er schwer kritisiert wurde. Und davon, dass der Mut, sich der Realität der Flüchtlinge und Migranten zu stellen, sich der Realität zu stellen und Zukunft zu schaffen, dass das der Weg zur Verjüngung Europas ist. Europa hat immer aus Veränderung gelebt, ja, und neue Kulturen und Kräfte und Menschengruppen integrieren können in diesem Sinn. Damit hängt zusammen die Fähigkeit, etwas hervorzubringen. Und die verknüpft Franziskus ganz eng mit der Arbeit, mit der Möglichkeit zu arbeiten. Also stecken Sie eine große Anzahl junger Männer anderer Kulturen, die den Mut hatten, sich auf eine weite Reise zu machen und nichts bei sich haben und keine Frau oder Familie dabei haben, und nicht arbeiten dürfen, in ein großes Heim. Das ist die optimale Rahmenbedingung, um Gewalt zu erzeugen. Und dann diejenigen dafür kollektiv zu beschuldigen, wenn Gewalt entsteht, ist natürlich schwierig. Also das heißt, es ist die Frage, wie kann ich Beteiligung schaffen in der Gesellschaft? Berlin-Kreuzberg, Stuttgart. Oder Berlin-Stuttgart, so haben, glaube ich, soweit ich weiß, ich habe jetzt die Zahlen nicht überprüft, einen ähnlich hohen Anteil an Ausländern und speziell Türken. In Stuttgart merkt man es weniger, weil die ganz stark in die Arbeitsprozesse integriert sind und gebraucht werden. Und also das heißt, es ist ein Zusammenarbeiten an etwas, was man hervorbringt. Und das ermöglicht Identifikation. Und das hat er zum Beispiel, hat der Papst sehr scharf angesprochen, im Blick auf die Jugendarbeitslosigkeit in Südeuropa. Das ist eine Katastrophe in Spanien, in Italien. Ja, das, also, und wenn dann Deutschland sich hinstellt und den Schulmeister spielt in Europa, das ist ganz, also ganz schwierig. Schließlich, schwieriger Punkt,
Er spricht davon, es gehe um eine neue Agora. Also sozusagen den Marktplatz, Zentralplatz der Polis, wo wir uns als Bürgerinnen und Bürger begegnen, Austausch betreiben und das Gemeinsame verhandeln. Das ist nötig und schwierig. Da habe ich auch keine Lösung. Warum schwierig? Wegen den neuen Medien. Weil sich unsere Öffentlichkeit total verändert hat und verändert durch die Digitalisierung, durch Facebook und so weiter und dann noch vieles auf uns zukommt. Und die Frage ist, wie können wir politische Öffentlichkeit, politische Verständigungsprozesse überhaupt noch organisieren, so dass man sich in Gruppen miteinander verständigt, dass es Repräsentationsvorgänge gibt. Ja. Aber also das wären so, meine ich, zentrale Impulse von Papst Franziskus. Man kann jetzt fragen, inwieweit ist das denn dogmatische Substanz? Ist das nicht selbst theologischer Populismus? Ist der nicht theologisch schlecht gebildet? Ich glaube, wer solche Fragen stellt, hat nicht verstanden, wie er argumentiert. Es ist im Grunde genommen tritt er auf, nicht als Theologe und Gelehrter, sondern als Prediger und Seelsorger. Und das ist theologisch seine Rolle als Papst. Also das ist genau das, was sein Amt ausmacht. Ja. Und setzt von daher Impulse. Und die sind sehr gut gewählt. Da steckt viel dahinter. Also man sollte ihn intellektuell nicht unterschätzen. Aber vielleicht ist die Kritik auch manchmal eher darauf gezielt, dass die Position unbequem ist und was verändert. Trotzdem sind natürlich diese Punkte, die ich dort jetzt angeführt habe, alles auch Problempunkte, die wir vielleicht diskutieren können. Denn ich glaube, ich mache an der Stelle jetzt einen Punkt. Ist auch 8:45, dann haben wir jetzt erstmal Zeit zum Diskutieren. Die anderen Punkte, ich glaube, das wird zu viel. Dann hätten wir jetzt Gelegenheit für die Diskussion.